Heute geht es ums Thema praktische Auswirkung von unterschiedlichen Auszugslängen. Wenn euch das interessiert, dann bleibt's dran. So, herzlich willkommen bei Intuitive Bogenschießen Coaching. Wie gesagt, geht es heute eben um das Thema, was passiert, wenn wir von unterschiedlichen Auszugslängen wegschießen. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht, ich habe schon einmal vor ein paar Wochen, Monaten ein Video dazu gemacht, wo ich durch ein Geschwindigkeitsmesser geschossen habe und verschiedene Änderungen im Schussablauf gemacht hat, wo man eben sehr deutlich gesehen hat, wie sich die Pfeilgeschwindigkeit ändert. Jetzt ist natürlich Pfeilgeschwindigkeit eine Sache, wie stark sich das dann in der Praxis auswirkt, eine andere Sache. Darum machen wir jetzt einfach einmal Praxistest, Probe aufs Exempel. Bevor wir anfangen, drücke ich euch wieder die kleine Knipex aufs Auge. Ideal, wenn einmal ein Pfeil irgendwo im Holz steckt, wenn man die Spitze rauswerken muss. Nicht einmal handgroß, passt in jede Hosentasche, Köchertasche etc. Link in der Videobeschreibung, mein Lieblingsprodukt, jetzt schon im Jahr 2022. Gut, dann machen wir weiter. Wir machen jetzt Folgendes, oder ich mache Folgendes, ihr schaut euch nur zu. Ich nagel da jetzt einmal auf die 40er Auflage da vorne, Distanz an 20 Meter. Ich schaue, dass ich da ungefähr konstant einmal schieße und halbwegs in die Mitte komme mit dem Pfeil. Und dann schauen wir es eben auch, was sich ändert, wenn ich mit anderen Auszugslängen schießen tue. Ja gut, der dritte war Ausreißer, aber die ersten zwei einmal schön drinnen. Gut, jetzt schauen wir eben, was passiert, wenn sich die Auszugslänge ändert. Als erstes würde ich einmal nicht mit dem Zeigefinger da im Mundwinkel gehen, wo ich normal ankere, sondern ich würde die Finger ein bisschen offen lassen, schauen, dass die Finger da vor der Lippe sind, dass da ein bisschen Abstand ist. Das ist was, das sieht man relativ häufig, vor allem bei Schützen, die dann nicht so lang schießen, beziehungsweise bei Schützen, wo das Zuggewicht zu hoch ist, die aber eigentlich einen Anker eh da hinten haben, und mit der Zeit, wenn das Zuggewicht immer schwerer zum Ziehen ist, werden die Finger ein bisschen lascher, wird die Rückenmuskulatur ein bisschen lascher und sie kommen einfach nicht mehr da hinten in den Anker rein. Oder kann natürlich auch immer Unaufmerksamkeit sein, ja. So, ihr seht, ich bin jetzt nicht mit den Zeigefinger da im Mundwinkel, wo ich normal bin, sondern habe die Finger offen, lande hinten irgendwo drin. Ich bewege das auch ein bisschen und ihr seht, ja, da rutscht mir gleich der Pfeil auf, wieder runter. Und ihr seht, dass sich die Auszugslänge ändert, die Pfeilgeschwindigkeit ein bisschen ändert und dass ich da schon wieder ein bisschen tiefer bin. Jetzt probiere ich das Ganze noch in Variation mit einer zweiten Komponente, nämlich dass ich meinen Stand von parallel zu offen ändere, ein bisschen offener stehe. Das bedeutet, ich kriege ein bisschen weniger Auszugslänge
und gleichzeitig mache ich eben das, dass ich mit den Fingern nicht da herkomme. So, ich stehe jetzt ein bisschen offener, habe eben die Finger wieder offen. Und ihr seht, bin schon wieder unterhalb vom Goldenen. Das Ganze geht natürlich quasi auch in die umgekehrte Richtung, dass sich der Stand zum Beispiel in Richtung verdreht bzw. geschlossen ändert. Das ist auch was, habe ich relativ lang selber praktiziert. Entsteht bei relativ viel Schützen, auch so in der Anfangszeit, wenn sie dann auf höhere Zuggewichte wechseln, dass sie so unwillkürlich immer geschlossener oder beziehungsweise immer mehr so mit dem Rücken ein bisschen zum Ziel stehen und sie dann einfach so in Auszug rein drehen, weil es einfach von der Bewegung her einfacher ist, das Zuggewicht zu bewältigen, wenn ich so eine Drehung mache. Und führt natürlich dann im Auszug zu ein bisschen einer höheren Auszugslänge. Das heißt, ich stehe jetzt dann eben so geschlossen da, beziehungsweise verdreht da, wie immer das man es auch nennen will, und anker gleichzeitig ein bisschen weiter hinten. So, ich gehe jetzt mit dem Anker noch ein bisschen weiter nach hinten, viel weiter kann ich nicht, weil sonst habe ich keinen Platz mehr für den Pfeil vorne. Aber ihr seht, da bin ich in dem Fall schon über der Scheibe. Wir probieren es gleich noch einmal. Anker ein bisschen weiter hinten und immer noch über den Goldenen. So, zwei Pfeile habe ich noch. Was eben auch relativ häufig passiert, ist, dass die Rückenspannung zusammenfällt beim Schuss. Das ist auch so ein typisches Problem am Anfang. Ich sage es ungern, hängt auch wieder oft mit zu hohen Zuggewichten zusammen. Schaut dann eben zum Beispiel so aus, ihr steht jetzt in euren Anker, ihr habt so eine Rückenspannung aufgebaut und wenn sie jetzt dann löst, geht die Hand noch so ein bisschen mit nach vorn und nachher kommt der Pfeil erst frei. Ich mag es jetzt noch einmal ein bisschen fluffiger, ein bisschen flüssiger, probiere das. Also wie gesagt, jetzt prinzipiell Rückenspannung aufbaut, ihr seid drauf und im Lösen geht so ein bisschen mit nach vorne die Hand. Das heißt, ihr schießt, die Sehne kommt bei, also der Pfeil kommt bei einer geringeren Auszugslänge frei. Ein bisschen weniger Pfeilgeschwindigkeit, das Ganze fällt alles schon runter. Gehen wir mal vor, schauen wir uns an, wie das ausschaut. So, ihr seht, das waren eben die drei Pfeile, was ich im ersten Durchgang geschossen habe. Der ist mir ein bisschen abgewascht, gemeinerweise. Ist halt so, kann jetzt auch nicht ändern. Aber prinzipiell von der Höhe her wäre halt das zu erwarten bei meinem Auszug, bei meinem Ankerpunkt. Und ihr seht eben da, das was drunter ist, waren eben die zwei Dinge, einerseits mit offenen Fingerschießen, beziehungsweise auf der anderen Seite eben auch mit dem Spannungszusammenfall beim Lösen, beziehungsweise die zwei oberen eben, wenn ich dann den Stand auf geschlossen ändere und den Ankerpunkt ein bisschen weiter hinten hinsetze. Jetzt ist es so, die Entfernung waren in dem Fall nur 20 Meter. Das heißt, beim 3D-Schießen, wenn Sie hauptsächlich 3D-Schießen, Tights und eher so im VR-Bereich unterwegs seid, wird es relativ viele Schüsse so in diesem Bereich haben. Und das ist natürlich gerade so ein Unterschied. Bei ein bisschen einem kleineren Ziel schießt sie schon drüber. Aber auch das, was nach unten geht. Also wenn sich dann ein bisschen mit dem Haltepunkt oder irgendwas vertan habt, seid
Wenn es ein Pech habt, überhaupt nicht mehr drauf oder halt nur mehr im Körper, nicht mehr im Herz oder beziehungsweise nicht mehr in der Lunge. Ihr kriegt einfach diese Abweichungen. Auf weitere Distanzen potenziert sich das natürlich noch mehr. Ein Punkt, der dabei natürlich eine Rolle spielt, ist die Geschwindigkeit von dem ganzen Setup, die Anfangsgeschwindigkeit vom Pfeil. Dann natürlich auch, wie schnell sich der Pfeil verlangsamt, Stichwort Befiederung. Sehr große Federn umhabt, bremst ihr mehr, etc. Diese ganzen Faktoren eben. Das heißt, wenn halt jetzt einmal so einen Unterschied bei dieser oder jener Änderung habe, heißt das nicht, dass das bei euch genau gleich ist. Das kann mehr oder weniger sein. Logisch. Nur so zur Orientierung, ich schieße es aktuell mit 30 Pfund auf die Finger. Ihr habt es gesehen, Plankbogen, ich tue gerade ein bisschen Stringwalken. Von daher ist es halt jetzt dann bei meinem Setup so, ich habe eine Pfeilgeschwindigkeit von rund 180 FPS. Also nicht schnellste, auch nicht das langsamste, so eine mittlere Pfeilgeschwindigkeit und auf 20 Meter wirken sich eben diese Änderungen, was ich euch gesagt habe, so aus. So schaut es dann eben in der Praxis bei mir aus. Ihr könnt es ja durchaus einmal ausprobieren auf die Entfernung, wo ihr noch halbwegs gruppieren könnt. Und schauen, was passiert, wenn es unregelmäßig wird. Ja. Ihr wisst, Bogenschießen, das Wichtigste ist, dass jeder Schuss genau gleich abläuft. Das heißt, unabhängig davon, wo jetzt genau euer Ankerpunkt ist, wie genau euer Stand ist, schaut auf jeden Fall, dass ihr es immer gleich macht, dann kommt ihr ja immer in die gleiche Höhe. Solange das nicht konstant ist, habt ihr auf jeden Fall immer eine Höhenstreuung drinnen. Gut, in diesem Sinne sind wir schon wieder durch. Ich wünsche euch alles Gold, alles Blatt. Vergesst die kleinen Knipex nicht. Pfiat euch, macht es gut. Bis bald.